das war dann schon wieder eine Folge, die über 15 Minuten geht, also mir theoretisch bei meinem Vorhaben schadet. Aber mein Gott, so soll es mich dann auch nicht stören. Balkone, wir haben die Balkontür vergessen. Ich weiß nicht, ob ich Balkone baue, aber falls ich sie baue, brauchen wir hier Balkone. Die würden dann da dran kommen. So. Das wollte ich eigentlich im Let's Show auf meiner Spielewelt machen. Also auf meiner, auf dem Server. Aber dann habe ich es irgendwie wieder verworfen. Und jetzt baue ich halt dieses Häuschen hier nach. Nur nicht jetzt ganz so originalgetreu. Sondern von den Farben her dann doch eher als Light-Version. Naja, Cobblestone sollten wir noch genug haben. Holz auch. So. Das sind 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nochmal doppelt so breit. So. Lala. So. Ich glaube, hier habe ich jetzt einen Fehler drin. Verstehe ich gerade gar nicht, wieso ich hier einen Fehler drin habe. Aber ich glaube... Nee. Hä? Ach doch, passt. Passt. Weil da ist ja der Eingang direkt dort. So. Jetzt kommt... Jetzt bin ich momentan am Überlegen. Irgendwie habe ich mit diesem Andersrum-Denken wirklich noch so meine Probleme. Das kriege ich aber hin. So, hier ist der Hauptgang. Hier ist dann der Gang zur Toilette. Wenn man hier rauskommt, müsste dann hier die Einnischung sein. So. Und hier ist dann das kleine Klo. Hier noch kleiner, aber mein Gott. So. Ha! Passt doch. Noch ein paar Fackeln überall draufstellen. Damit unser Baugrundstück nicht irgendwie verquiepert wird. So, die letzten 64 können wir jetzt auch nochmal anbringen. Vielleicht bauen wir hier später noch den Keller 1:1 drunter. Den müsste ich dann allerdings auch erstmal ausmessen, deshalb habe ich davon jetzt erstmal abgesehen. Und normalerweise würde ich dieses Gebäude jetzt mit sehr viel Wolle bauen, aber... Darf ich hier wahrscheinlich nie im Leben so viel Wolle zustande kriegen. Vergessen wir das. So, mal Türen bauen. Hier hat übrigens jeder Raum hat Türen, aber aus platztechnischen Gründen werde ich nur die Haupteingangstüren immer als Türen darstellen. So und so. Baue ich jetzt das ganze Gebäude aus Cobblestone? Holz wäre natürlich jetzt auch doof. Oder baue ich nur den Flur aus Cobblestone? Sagen wir, die Lichter, die kommen mal hier in die Mitte hin. Oder hier in die Mitte auf jeden Fall. Damit ich dann hier schon mal gucken kann, wie hoch kann ich denn jetzt gehen zur nächsten Etage. Obwohl wir haben zwei geteilte Treppen, da geht das. Eins... 2. Hier kommt dann die Plattform hin. So. Und dann wäre dann, dann hätten wir sehr hohe Decken allerdings. So. Ja,
Ich glaube, wir bauen es einfach aus Cobblestone. Wird halt bei uns dann doch eine Mietkaserne. Sieht das Haus halt so aus, wie bevor die Genossenschaft mal auf die Idee kam, zu renovieren. Eieiei. Ist ja nicht jetzt so schön. Ich wusste gar nicht, dass man auf Türen laufen kann. Nein, ich brauche Cobblestone, der ist hier. So. Das funktioniert hier auch. Jetzt bauen wir hier so noch eine Stütze ein. Hier auch. So. Und jetzt sieht es eigentlich schon, wenn man reinkommt. Das ganze Gelaufe da, das macht einen ja wahnsinnig. Hier eine Fackel. Dann hier. Hier kommt dann ein Fenster hin. Da ist dann auch im Originalen hier ein Fenster. Zwei Reihen hoch. Ganz so hoch ist die Decke jetzt dann doch nicht. Sah wohl im ersten Moment nur höher aus, als es eigentlich ist. Und da geht uns auch der Cobblestone jetzt aus. Und das heißt, wir haben dann wohl Baustopp. So, hier vorne kommt eine Glasfront rein. Aber da möchte ich jetzt nicht diese flachen Glasstücke haben. Das sieht nämlich unmöglich scheiße aus. Sondern wir nehmen dafür dann doch lieber unsere Glasblöcke, die wir jetzt nochmal schnell holen. Und dann haben wir dann auch ein Wohnhaus. Können wir den Leuten Platz anbieten. Ich sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Eltern beide berufstätig sind, dann hätten wir insgesamt für 12 Händler Platz. Und das ist doch schon einiges. So, dann würde ich sagen, räumen wir noch mal kurz ein bisschen auf. Denn wir haben heute schon wieder, durch das Bauen bringen wir immer sehr viel durcheinander. Aber erstmal machen wir das Glas jetzt da dran. Habe ich inzwischen Kies dabei? Nein, sonst hätten wir den Eingang gleich noch machen können. Und das wird wirklich ein großes Ding hier. So. Den Rest Dreck, den können wir jetzt theoretisch nochmal schnell hier hinlegen. Zum Beispiel hier in die Lücke. So, hier neben kommt auf jeden Fall ein Weg. So. So. Und wo ist... Hier kann man jetzt da schön die Mitte sehen. Da. Dasselbe auf der anderen Seite. Dann kann man da die Dinger schon mal wegnehmen. Ach, hier habe ich hier die zweite Balkontür ganz vergessen. Ob wir die Balkone machen, das hängt davon ab, wie ich die hinkriege. Und unsere Balkone, das sind so blaue Drahtgitter. So, dann verlasse ich mal meine Wohnung. Nee, wir bleiben auf jeden Fall in unserem Haus wohnen, auch wenn das hier dann, wenn ich immer wieder sage, dass das hier meine Wohnung ist, bleiben wir erstmal im Bürgermeisterhaus wohnen, weil das ist einfach geräumiger. Hier wird sich ja noch viel weniger, wo ich die ganzen Kisten hinstapeln soll. So. Und so.
Oh, und es nimmt doch Form an. Und da hinten der Wald, der sieht ja auch gewaltig aus. Das war jetzt auch ein kleines Wortspiel. Dann kann man hier zwischen schon mal alles wegräumen, was hier auf dem Boden steht. Vielleicht hinterher noch einen kleinen Garten anlegen oder eine Einfahrt oder sowas oder ein weiterer Weg. Da lasse ich mir auf jeden Fall was einfallen. So, jetzt heißt es noch kurz, das ganze Zeug wegsortieren. Ja, da könnten wir auch mal wieder rein. Und das Haus wird eigentlich, außer dass es von der Architektur her so aussieht wie meines, wird es eigentlich recht einfach. Holzböden, Holzsteinwände. Ein bisschen von der Decke gucken wir mal, dass wir da vielleicht hier das hier nehmen. Das sieht ja eigentlich auch ganz gut aus. So, mal schauen, wie es in der Kiste aussieht. Eigentlich noch recht gut sogar, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. So, wird wieder alles reingeräumt hier. Bis wir da einen richtigen Händler haben, muss das halt so reichen. So, das lassen wir auch erstmal alles so. Wird ja dann alles noch ausgeschlackert. So, das hier geht dann in den Wald zurück. Ja, wenn ich nicht wüsste, dass das eigentlich sinnlos wäre, hier die Dinger wegzumachen. Habe ich den Clearstone noch dabei? Ja. Und was nächste Mal dann unsere erste Aufgabe wird, das ist mal wieder massig Steinfarmen. Wir können schauen, ob wir hier noch was töten können. Hier sind wir eigentlich recht sicher. Ich glaube, die touren alle unten drunter rum. Hört sich zumindest so an. So, dass wir am Ende einer jeden Aufnahme halt unser Inventar sortieren. Und wir... Ich mache das ja nicht nach kurzen Aufnahmen, sondern nach den längeren. Und vielleicht leuchten wir dann hier unten auch nochmal aus. Ja, und ich muss doch sagen, also von der Decke her sieht das schon ganz gut aus. Naja, hier sind überall noch so, wo die kleinen Bäume stehen. Ja, aber ansonsten nimmt das Form an, so wie ich es mir vorgestellt habe. Was ist hier vorne? Hier hängt auch noch so Baum in der Luft. Das sind theoretisch zwei große Löcher, das eine hier und das andere auf der anderen Seite. Da könnten wir mal schnell mit 20 Fackeln reingehen. Zack, 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 zack. Alles ausgeleuchtet, fertig, Ende. Ja, hier müsste auch noch was hin. Ah, die wachsen ja wahrscheinlich alle noch. Oh. Das könnten wir später ausfüllen, dass man hier wirklich so eine durchgehende Decke hat. Ach, das wär ein Traum. Aber jetzt sortieren wir erstmal alles weg, was wir noch haben. Und die nächste Aufnahme wird dann auch noch eine Bauaufnahme. Wo wir dann dieses Familienhaus fertig bauen und dann am besten auch noch gleich unsere Händler. Sag mal, das Familienhaus, das ist jetzt ja nicht so das Problem. Was wohl das Problem sein wird, ist mal wieder Gras zu holen. Denn da sind wir immer noch sehr auf dem Tiefgang. So. Habe ich in meiner Sortierkiste was drin? Nein. Das riecht irgendwie nach Essen hier. Und zwar nicht nach irgendwelchen Essen, sondern nach gutem Essen. Und das heißt für mich auch, dass es ein Zeichen ist, die Aufnahme zu beenden. Denn man möchte ja auch irgendwie was abhaben. Da werde ich mal gucken, ob man da irgendwie in den Topf kicken kann. Und mal was essen kann. Und für euch heißt das dann bis, ich sag mal, ich werde wohl morgen weiter aufnehmen. Muss ja sein, will ja dann Pause machen. Tschüss.